Auch wenn es mittlerweile schon wieder eine ganze Ecke her ist, wir blicken nochmal zurück auf die Top 10 der Männerkonkurrenz beim zweiten Stop in Düsseldorf, natürlich mit der Allianz. Den Anfang macht der Königs höchstpersönlich. Yannick fährt die Blockhände aus und schickt Lukas und Robin mit einem dicken Ausrufezeichen in die technische Auszeit. Chat, wir machen mal unten in den Kommentaren so eine kleine spontane Umfrage von wegen, wie groß ist eigentlich die Sponsoring-Community? Gibt's jemanden von euch, der an die Gardemaße von Niklas Rudolf rankommt? 2,6 Meter und ein paar zerquetschte und trotzdem liegt er noch waagrecht in der Luft. Es gab am Ende dann doch viele magische Defense-Kontakte an diesem Wochenende, aber der von Bennett ist dann doch nochmal auf seine ganz eigene Art und Weise besonders gewesen. Das Ding versenke ich! Versenkt! Ist ein weiter Weg jetzt hier für Joni und Toni. Joni und Toni, geil, Joni und Theo. Joni und Toni. Die zwei Männer-Tanke. Wir spulen die Uhren ticken zurück, dasselbe Spiel, diesmal die Rallye in Ticken länger und am Ende das bessere Ende für Joni und Toni. Wir springen ins vielleicht emotionalste Spiel an diesem Wochenende, das Halbfinale am Sonntagvormittag zwischen Henning Winter und den Sargstetter Boys, in dem Sven so seine ganz eigene Geschichte mit dem ersten Schiedsrichter hatte. Eine rote Karte mitgenommen, am Ende trotzdem Satz 3 forciert und das Finalticket klar gemacht. Und der Gruß in Richtung Bock darf dann natürlich auch nicht fehlen. Wir springen auf Platz 5 mit der nächsten spektakulären Defense-Aktion. Lukas Fretschner hebt ab und dann nimmt sich Robin im nächsten Anlauf den zweiten Ball raus zur 3-1-Führung fürs Nationalteam. Letzte Woche hat Louis Wüst allen so ein bisschen die Show gestohlen. Dieses Wochenende ist es dann sein Partner Max Just, der sich mit dem One-Hand-Block gegen Milan Sievers in die Top 10 katapultiert. Sprung aufs Treppchen und es ist bis dato ja leider noch nicht der Beachvolleyball-Sommer von Georg und Peter Wolf, aber immerhin gibt's jetzt die erste Top-3-Platzierung im Highlight-Reel. Georg mit einem überragenden Defense-Kontakt und dann ist es Peter Rainbow Classic zum 16-18. Und jetzt einfach zusehen und staunen. Ich meine, ich habe die letzten beiden Jahre ein bisschen Beachvolleyball geschaut, aber sowas habe ich wirklich noch nie gesehen. Aber zum Abschluss wird dann doch nochmal Beachvolleyball gespielt, mit einem Ballwechsel, der wirklich alles beinhaltet. Und jetzt viel Spaß mit Dirk und Arne. Oh mein Gott. Chance für Sven. Und der muss es sein, Svenny. Geht auch noch weiter. Das wird ein Dankeball. Und jetzt hau ihn ein. Oh ja, oh ja.
Also was für ein erstes gemeinsames Tourwochenende für Paul Henning und Sven Winter. Sie gewinnen nicht nur den Stop in Düsseldorf, sondern setzen sich auch im Highlight-Ranking die Krone auf. Für euch geht es jetzt weiter in der Endcard mit weiterem Beachvolleyball-Content rund um die German Beach Tour und dann im Nachhinein nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren.